Heute sind wir wieder bei einer staubigen Reise. Bah, wie cool. Und heute müssen wir wieder unser Auto zusammenbauen. Und diesmal müssen wir es wirklich weit schaffen, okay? Okay, wir müssen so weit wie möglich kommen. Genau, und diesmal müssen wir nicht das Auto hier bauen. Oh, mach die Tür auf. Ich mach sie schon auf, Odi. Wir machen nämlich das Auto hier hinten. Schau mal, Brixy, wir haben hier einen Minibus. Boah, wie cool. Das ist ja fast so cool wie ein Wohnwagen. Na klar, schau mal, wir können hier, boom, und boom, direkt alles platzieren. Und Leute, heute müssen wir richtig weit kommen, weil es passieren komische Sachen in der Wüste, habe ich gehört, Brixy. Komische Sachen? Ja, wir müssen da richtig aufpassen. So, und Tür machen, Brixy. Aber die Türen sind da drin. Oh Mann, was ist denn da passiert? Warte, ich steig aufs Dach. So, ich hab eine Tür. Ich auch. Ich hab die nächste. Boom! Und wo kommt die denn hin? Auf die andere Seite, Odi. Hier hin? Nein, die kommt nach hinten. Das ist ja der Kofferraum. Sehr gut. Und hier steckt eine Tür irgendwie im Dach drin. Warte, lass mich mal probieren. Hier, schau mal, hier unten. Oh Mann, wir haben so eine Rostlaube bekommen. Komm schon raus. Mann, wie kriegt man die denn da raus? Das ist eine sehr gute Frage, Odi. Oh Mann, der Bus ist blöd. Oh ja, aber ist das so schlimm? Na klar, wir müssen das Auto komplett fertig bauen. Ich hab's. So, hast du's? Aber ich krieg's nicht rausgezogen. Ja, na klar. Och, so. Wie die Dussel. Wir müssen das, glaube ich, von hier machen, Odi. Ja, ich baue einfach schon. Du musst schon einmal weiter nach vorne fahren, glaube ich. Denkst du? Ich glaube schon. Mhm. Das kommt nach vorne. Warte, Brixy. Weil größere Autos haben auch größeren Tank. Wusstest du das? Wirklich? Ja, das kommt hierher. Gib her. Hier. So. Wow, Brixy, was passiert mit mir? Was hast du denn gemacht? Ich habe die Klotür mitgenommen. Die ich kann Klotür? Die Stange gar nicht mehr mitnehmen. Ich auch. Ich habe einen Scheinwerfer. Das passt schon, Leute. Und wir werden heute richtig weit kommen, Brixy. Mann. So. Wir brauchen einen Scheinwerfer. Und das hier, was ist das hier? Keine Ahnung, gehört das vorne hin? Das muss vielleicht hinten rein, oder? Wirklich? Aber warum? Ich weiß nicht. Hier, so eine Sitzbank, oder? Ich schau mal in dem Haus. Warte. So, Kann das sein, dass wir die falschen Reifen benutzt haben? Könnte gut sein. Schau mal, die sind viel größere. Lass mal die nehmen. Die machen viel mehr Sinn. Okay, Leute, das ist echt schwer, das Auto zusammenzuflicken. Aber das kriegen wir schon hin, Brixy. Bestimmt, warte mal. Was hast du denn da jetzt gemacht? Nee, die Reifen kriegen wir hier nicht rein, Odi. Ehrlich nicht? Keine Chance. Das sieht voll lustig aus, Leute. Hast du es geschafft? Ja. Oh, wie cool, warte mal. Das geht, Brixy. Du musst die Reifen davor wegnehmen. Okay, du hast recht. Hast du's? Das ist ja mega cool. Das sieht voll lustig aus, Leute. Das wird ein richtiger Monster-Truck. Mit dem werden wir richtig weit kommen, Brixy. Oh, da bin ich mal gespannt. Und ich kann's nicht hinpacken. Doch jetzt. Vorne noch, Brixy. Mhm, versuch ich. Ist ein bisschen schwierig. Jetzt aber, jetzt. Pack rein. Warte doch. Das ist ein Riesenbus. Das ist ja mega okay, cool. Wir brauchen jetzt von drinnen den Motor, Brixy. Der ist ganz wichtig. Mhm. Und wir brauchen, glaube ich, noch Tank. Oh, du hast recht. Aber ich habe erstmal den Motor. Der ist echt wichtig, Leute. Tank? Den Scheinwerfer. Hast du den richtigen? Der passt da schon rein. Vertrau. Warte mal, Brixy. Der Motor passt hier nicht rein. Sicher? Ja, wir müssen das andere Auto nehmen.
Nein, der hat doch schon einen Motor drin, du Dussel. Wo denn? Na, hinten. Warte. Ach komm schon, lass uns einfach das andere Auto bauen. Das ist voll schwer. Vielleicht kannst du das aber ja schon fahren. Vielleicht brauchen wir keinen Motor. Doch, wir brauchen einen Motor. Ohne Motor geht das nicht. Bist du so sicher? Ja, wir bauen jetzt den anderen zusammen. Komm schon. Der ist viel einfacher zusammenzubauen. Der große ist voll schwer, Leute. Wer den schon zusammenbauen kann, muss richtig erwachsen sein, Brex hier. Ich komm schon. So, ich baue jetzt kurz das Auto hier zusammen. Das ist aber ganz einfach. Hast du die Reifen, Brex hier? Mhm. Machst du die Monster Truck Reifen drauf? Natürlich. Oh Mann, die sind aber voll groß für das Auto. Ja, aber Odi, wir müssen uns beeilen. So langsam kriege ich Hunger und wir haben hier nichts mehr. Oh Mann, du hast recht, Braxy. Bring die Leuchte auch mit. Ja, bring ich. So, und boom. Oh Mann, wir brauchen echt noch viele Sachen. Kühlergrill, Frontdingsbums und so weiter und so fort. Ich hole erstmal die Reifen. Wollen wir zwei kleine Reifen vorne machen und zwei große hinten? Boah, das wäre voll cool! Bist du sicher, dass das gut geht? Ja, das geht gut, Braxy. Unser Auto wird mega cool. Ich habe schon beide Reifen dran. Und hier. Hast du schon? Schau mal, wie cool das aussieht. Mega cool. Ich hole den Scheinwerfer. Jetzt brauchen wir noch das hier. Aber wo packen wir das nochmal hin? Weißt du das? Was war denn das? Nö, das haben wir doch vergessen. Nein, das... Warte mal, das muss... beim Motor, vorne an der Seite war das, Odi. Ja, warte und... Warte. Mann, wo? An der Seite, an der Kante. Leg es einfach hin, ich mach das schon. Nein, ich will das machen. An der Seite, war das nicht vorne? Ja, vorne war das, du Blödmann. Ja, an der Seite, sag ich doch. So, jetzt brauchen wir noch... Hier, den Heck-Dingsbums hier. Nee, das ist vorne. Zack. Und für hinten. Dann können wir eigentlich schon tanken und los, oder? Ja, nimm das Radio mit. Wir brauchen das Radio. Für was das Radio? Nimm einfach so viele Sachen, die wir vielleicht tauschen können mit anderen Leuten. Du hast recht, aber zuerst muss ich tanken, Brex hier. Wollen wir nicht noch auch Reifen mitnehmen zur Sicherheit, falls ein Reifen platzt? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben doch Monster-Truck-Reifen. Die werden nicht platzen, oder? Weiß ich nicht. Ich nehme noch eine Taschenlampe mit. Na gut, ich fülle hier alles auf. Und... Zack! Wir haben gleich alles voll. Wir haben 9 Liter Gas. Warte, den Kanister packe ich auch hier rein, Brex hier. Sehr gut, sehr gut. Aber wo ist die Head-Dingsbums? Weiß ich doch nicht. Ich habe noch einen Reifen eingepackt. Bist du bereit? Nein, warte. Wir brauchen doch noch die Dings hier. Hier. Motorhaube. Oben. Hier, warte, ich hab's. Kommt das hier oben drauf? Nein, das kommt hinten drauf. Hier ist noch ein Burger. Und eine Zwiebel. Nimm die mit. Lass mich die essen. Ich hab Hunger. Ja, ich bring dir den Burger. Warte. Nö, ich esse die Zwiebel jetzt. Oh, das war aber voll wenig. Und jetzt habe ich Mundgeruch. Hier, kriegst du einen Big Mac von mir. Mann, ein Big Mac ist voll lecker. Dann probier ihn doch einfach mal. Oh, das war voll lecker, Brex hier. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Warte mal, Odi, wollen wir einen Anhänger mitnehmen? Anhänger? Hier ist doch noch ein Anhänger, du Dussel. Du hast recht, Brex, ich komm schon. Dann können wir Sachen finden und dort alles reinpacken. Okay, die Frage ist, können wir den koppeln hier? Ja, können wir. Du musst reinfahren. Aber fehlt uns hier nicht irgendwas? Na gut, ich probier's, okay? Warte. Was denn? Warte. Fahr mal vor. Ja, warte. Hab's platziert. Den Anhänger? Ja, wir können fahren. Wirklich? Mhm. Warte, lass mich gucken. Oha, das ist ja voll cool. Okay, Braxy, setz dich rein. Ich sitze. Mach die Tür zu. So. Und es wird dunkel. Okay, Handbremse runter. Dann einmal den Motor starten. Und wir fahren. Wir fahren nicht mehr. Warte mal,
Vielleicht liegt es am Anhänger, weil wir so schwer sind. Soll ich den Anhänger weglegen? Mann, Max hier. Ich mach das schon mit dem Anhänger, warte. Mach den weg, den blöden Anhänger. Okay, fahr. Geht nicht. Ich glaube, es liegt an den Reifen, Odi. Mann, du hast recht, Braxy. Ich glaube, wir müssen die Reifen wegtun. Kleine Reifen drauf. Braxy! Oh. Ich habe nichts gemacht, dass ich drück doch schon. Hier, weg. So, weg damit. Jetzt nimm den Anhänger noch drauf. So, hier. Jetzt brauchen wir noch Reifen für den Anhänger, Braxy. Hier. Hier, große Reifen einfach. Nein, die gehen nicht. Gut, so. Und der Kleine hier. Ich habe noch einen Kleinen. Unser Auto rollt. Unser Auto rollt! Nein, fang ihn auf. Ja, wenn das so einfach wäre. Oh. Hast du die Handbremse nicht gezogen? Zieh die Handbremse. Habe ich jetzt gezogen. Okay, fahr rückwärts nochmal rein. Warte mal. Wir müssen jetzt alles in den Anhänger reinwerfen. Ja. Und das Auto fährt nicht. Warum denn nicht? Wir haben doch alles richtig gemacht. Starte den Motor mal. Geht schon, geht schon. Fahr ich richtig? Ja. Jetzt dreh nach rechts. Genau, stopp. Stopp! Mhm. Handbremse. Machst du den jetzt dran? Ich komme. Los, los, los! Koppel. Ist dran. Und Abfahrt, Braxy! Okay, Leute, unsere wilde Reise geht jetzt los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gib Gas. Los geht's. Wir haben sogar einen Anhänger. Yippie! Und wir haben schon 20 Meter geschafft. Wie findest du das, Braxy? Mega cool, Odi. Diesmal mega kommen cool. Wir richtig weit. Oh! War vorsichtig, der Anhänger. Na gut, du Blödmann. Jetzt lass mich einfach fahren. Wir haben schon 100 Meter. Aber ich hoffe, unser Tank reicht. Wir müssen auch irgendwann wieder tanken. Vielleicht finden wir ein Haus, wenn wir jetzt einfach nur geradeaus fahren. Meinst Und dann finden du? Wir dort vielleicht ein... Warte mal. Aber irgendwas soll auch hier falsch sein anscheinend in der Welt. Da hinten ist ein Haus! Wie cool, wie cool. Ist das eine Tankstelle? Müssen wir gucken, vielleicht kann uns ja jemand helfen. So, ich fahr mal hier raus und... Guten Tag, ist hier jemand, Braxy? Handbremse, Motor aus und raus da. So. Ey, unsere ganzen Sachen aus dem Anhänger sind weg. Oh Mann, ey, egal, wir können hier plündern und hier ist Benzin. Odi? Was denn? Mach die Tür bloß nicht auf! Oh, da ist ein Mutant! Wie können wir den denn besiegen? Odi, du musst ins Auto einsteigen. Okay, ich steig ein und du holst den Benzinkanister mit, okay? Das ist kein Benzinkanister, ich bin drin, Odi! Hol den Benzinkanister! Die greifen mich aber an, du Dussel! Hol einfach den Benzinkanister! Rein! Komm schon, schnell! Hab ihn! Hast du nicht? Oh, du Blödmann! Oh, lass einfach einsteigen! Das ist viel zu blöd! Die sind voll böse! Sicher? Ja, komm, wir hauen ab! Wir brauchen eine Waffe! Und du bist fast tot, du Blödmann! Oh. Okay, Leute, wir müssen einfach unsere Reise fortführen! Schau mal, da kommt schon das nächste Haus! Da sind bestimmt nette Leute da, die uns helfen! Aber es wird voll dunkel, Braxy! Nein, und auch neblig. Mach die Scheinwerfer an. Mann, ich weiß nicht, wie die angehen, du Blödmann. Oh, oh, die gehen... Danke. Was ist denn hier? Ist eine Garage. Oh. Meinst du, hier ist ein Lamborghini? Und? Oh, Mutanten. Geh nicht rein, oh, geh nicht oh, rein. Oh, ich habe irgendwas mitgenommen. Oh, die verfolgen uns. Okay. Lenk die ab. Soll ich die denn ab... Du schaffst das schon. So. Und jetzt? Bombe, explodier! Ups. Ich glaube, ich habe alles in der Garage kaputt gemacht und Braxy ist tot! Nein. Braxy, tut mir leid. Ich muss einmal, tschüss! Leute, ich muss jetzt hier weg. Es ist dunkel. Die wollen mich angreifen. Abfahrt. Oh, nein.
Leute, was mache ich denn jetzt? Und es ist viel zu dunkel. Wo geht denn... Nein, ich will kein Radio. Wo geht denn das blöde Licht an? Licht. Oh Mann, ich weiß nicht, wo das Licht angeht, Leute. Oh Mann, ey, Brax, sie hat mich einfach in der Ruhe. Oh, allein gelassen. Ich sehe nichts, Leute. Oh Mann, ey. Leute, ihr müsst jetzt ein Like und ein Abo da lassen, damit wir das hier schaffen und Braxy retten. Und ich merke gerade, wir haben keinen Tank mehr. Oh, Leute, und es ist stockduster. Oh, Mann, ey. Okay, Leute, aber bis zur nächsten Drastschritte schaffe ich es bestimmt. Deswegen lasst jetzt ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut diese zwei Videos hier oben, die sind richtig wichtig. Und ihr müsst unbedingt Braxy abchecken. Oh, da ist ein Stein einfach auf der Straße. Oh, tschüss.